Hallo miteinander. Willkommen bei Talk mit. Unser Gast ist der Jürg Lienert, Inhaber, Gründer und Verwaltungsratspräsident von Jürg Lienert AG. Mein Name ist Andi Wolf. Jürg Lienert, warum haben Sie im 83 das Gefühl gehabt, ich muss es aber jetzt in die Hand nehmen? Ich war nach dem Studium bei der Hanro. Also zuerst noch beim Bankverein aus Ausbildung, dann bei der Hanro. Eigentlich jung Personalchef geworden. Und da war ich etwa so 5, 26 gewesen. Und hatte müssen am Ende so von meiner Hanro-Zeit als Personalchef sehr viele Leute entlassen. Also mit anderen Worten, ich habe ein Jahr lang nur noch Sozialpläne gemacht. Und das ist nicht so sehr lustig. Also zum Teil auch menschlich in diesem Alter fast überfordert gewesen, wenn man damals 50-jährige Mann und Frau oder noch ältere entlassen. Und das ist so ein bisschen der Ausschlag eigentlich gewesen, das Leben auch beruflich selber an die Hand nehmen. Dann bin ich dann mit knapp 30 selbstständig geworden. Also es ist einfach mal so die innere Motivation. Es hat natürlich noch mal ein paar Gründe mehr gehabt. Aber trotzdem ist es schon eine gewagte Geschichte. Also eben, arbeitest du in einer internationalen Firma und auf einmal haben sie das Gefühl, so, jetzt wollte ich das selber probieren. Und sie haben sich dann fokussiert eben aufs Aussuchen von Führungskräften. Also, das ist ja dann auch noch wieder ein weiterer Schritt. Oder? Das war am Anfang noch nicht so. Also ich bin eben in Innerschweiz, das hört man ja. Und wollte dann wieder heimkommen von Basel. Und das Modell war eigentlich das, dass hier, das ist heute noch so, dass sehr viele Betriebe in der Innerschweiz, das ist ein bisschen ein Land von KMUs, vor allem auch sehr viele kleine Betriebe, die keinen eigenen Personalchef haben. Und am Anfang hat das eigentlich geheissen, Personalchef-Funktion für Dritte. Also ich habe Zeugnis geschrieben für Unternehmen bzw. Leute, die dort geschafft haben, ich habe Austrittsgespräche gemacht, einfach das HR organisiert und natürlich auch Leute suchen. Und da ist noch dazu gekommen, dass in dieser Zeit ein ganz bekannter Psychologe ist der gewesen. Ich bin nicht Psychologe, aber das war ein ganz guter Personalberater gewesen. Dr. Cyril Spöri hat der geheissen. Und der ist so ein bisschen älter geworden, aber ich habe das gar nicht gewusst. Aber ich habe einfach gemerkt, weil er nicht mehr so viel Mandat angenommen hat, habe ich dafür bekommen. Das war echt so ein bisschen ein grosser Glücksfall gewesen. Und was reizt Sie an diesem Job? Weil eben, es menschelt ja extrem, ob es auf der obersten Ebene oder auf der tiefen Stufe. Also irgendwo, was ist der Kick für Sie? Mich hat eigentlich Biografien immer interessiert. Also der Mensch ist echt gleich, ob der im Forst arbeitet oder auf einer Bank oder in der Industrie. Einfach was ist das Leben von dem? Das hat mich immer fasziniert, heute noch. Einfach die Biografien von den Menschen, es ist ja jede wieder anders. Und es gibt so eine Vielseitigkeit und so eine Reiche. Ich habe manchmal gesagt, eigentlich sollte ich die Honorare, die ich einmal einkassiert habe, wieder zurückzahlen. Weil jetzt bin ich 62-jähriger Mann und ich habe wirklich ein sehr reiches Leben gehabt, dank dem Beruf auch. Sie haben beim Freundschaftsbuch, das Sie vorher ein bisschen angeschaut haben, reingeschrieben, die Biografie von Franz Steinecker, sage ich, das Liebesbuch. Warum geht der Krise, Franz? Also ist jetzt das, was ich einfach gerade, es gibt noch ein paar andere, aber das ist jetzt gerade in unmittelbarer Erinnerung. Der Franz Steinecker ist jetzt für mich so jemand, der einfach mit, der ist sehr authentisch, gescheit, hat so ein bisschen einen sehr guten Kommunikator, gutes politisches Gespür. Und das war einfach einer, den man hat können in Sturm schicken konnte. Das ist auch ein Bergler, ich bin ich auch. Ja, das sind mich fasziniert. Sind ja. So, haben sie so lange gefunden, in dem Fall. Hat sich der Chef im Bild in den letzten über 30 Jahren, wo sie jetzt in dem Metier sind, eigentlich verändert? Wo wir heute einen anderen CEO, einen anderen Geschäftsführer sind als noch in den 80er Jahren? Ja, ich glaube, in den 80er Jahren sind die Patriarchen, das ist ja nicht per se jetzt einfach ein Unwort. Es gibt ja auch sehr gute Patriarchen oder Patron noch mehr. Das sind ja, die strahlen ja auch eine gewisse Geborgenheit aus. Es ist immer noch ein Unterschied, ob Familienbetrieb oder im Angestelltenverhältnis. Aber ich denke, es hat sich schon geändert. Also, mich dünkt, der heutige CEO ist kooperativer, hört mehr auf die Leute, ist teamfähiger, teamorientierter. Und früher ist man vielleicht eher noch so ein bisschen auf einen Alleingang konzentriert. Das ist meine Wahrnehmung. Könnt ihr heute auch anders selektionieren? Weil die Software
Skills, die sogenannten, werden immer wichtig. Also das eine ist der Lebenslauf und das, was man alles gelernt hat und Ausbildungen. Das andere ist eben das Zwischenmenschliche, was man immer hat. Wird auf dem heute mehr Wert gelegt? Ich denke, also es ist früher wahrscheinlich auch schon so gewesen, aber das hat sich auch herausgestellt, dass das die wertvollen Sachen sind. Klar müssen die anderen sogenannten Hard Facts wie Ausbildung, Führungserfahrung und so weiter müssen auch stimmen, aber es ist ja so eine sehr Hand in Hand. Aber ich denke, die Soft Facts sind schon bedeutender geworden in den letzten Jahren. Unter anderem steht die Glienert AG auch für auch Nachfolgeregelungen, die bei KMUs extrem wichtig sind. Wenn man ihre Geschichte anschaut, muss man sagen, ja, eine Meisterleistung. Mit 50 schon überlegt, das mache ich dann mit 60. Und mit 60 ist Schritt auch gemacht. Jetzt ist der Markus Theiler da als Geschäftsführer. Und einer von ihren Söhnen ist auch jetzt wird nachher genommen. Wie schwierig ist Ihnen das gefallen, so, wenn man so lange dabei ist? Ja, ich habe das mit 50 tatsächlich angefangen. Ich habe immer gesagt, das hat mir glaube ich, auch einmal jemand gesagt, oder ich habe es so interpretiert, man muss den Schalter langsam drehen im Kopf. Man kann nicht einfach mit 59,5 sagen, so mit 60 höre ich den. Und da habe ich mich wirklich 10 Jahre vorher das machen können, das auch gut geplant, auch mit dem Umfeld besprochen. Und da habe ich wirklich darauf gefreut, als ich der 60 geworden bin, die operative Verantwortung abzugeben. Und es ist so, ich bin Gott sei Dank noch gesund. Ich bin Grossvater, das ist ein ganz etwas Wunderbares für zwei Mädchen. Ja. Und bin immer noch sehr gerne in der Natur, da mich dort bewege und habe noch viele andere Interessen. Und habe noch ein paar andere Sachen auch noch angenommen, wo die Vielfalt von meinem Leben grösser geworden ist. Es ist eine gute, für mich ist es wirklich eine gute Sache. Aber es braucht auch Disziplin dazu. Das heisst? Das heisst, das sage ich auch immer wieder, eigentlich mit einem gewissen Stolz. Mein Vater war Förster und der hat immer gesagt, wenn die jungen Bäume wachsen wollen, dann musst du an den alten Testen rausschneiden. Aber du musst ihn ja nicht gerade umtun. Das hat mich auch noch ein bisschen beruhigt, jetzt in meinem Fall. Und das ist tatsächlich so. Das heisst, wenn ich gefragt werde zu einem so einer Situation am Arbeitsmarkt. Da muss ja nicht unbedingt mit der Lienert den Kopf in die Zeitung tun, sondern es sind ja meine Gespändchen, die da eben so gut oder noch kompetenter sind als ich. Also ich nehme mich dort stark zurück. Ich gehe an Anlässe, gehe möglichst an meine Gespändchen, obwohl ich bin ein geselliger Typ. Man muss sich einfach ein bisschen zurücknehmen, weil die Firma heisst ja immer noch gleich wie ich. Und wenn sie das arbeiten wollen, dann müssen sie einfach sich zurücknehmen, sonst geht das nicht. So ganz zurücknehmen können sie sich nicht, darum sind sie ja da beim Talk mit dabei. Und ich habe hier Kärtchen mit Persönlichkeiten. Ich wäre froh, Sie würden mal eins von diesen Kärtchen ziehen und dann nachher mir sagen, was Ihnen da durch den Kopf geht, wenn Sie das gedreht haben. Das ist dick und doof. Was assoziieren Sie da mit diesen beiden? Ja, das ist etwas Gemütliches. Also der Dicke wäre ich wahrscheinlich. Vielleicht bin ich auch noch nicht der Doof. Also. Oder bin ich eine Mischung von beiden. Best of, also sind zwei, was mir in die Sicht kommt, ist sicher, das ist also das, der Humor auch, oder? Ich bin selber auch, ja, ich habe gerne Humor, ich lache gerne. Und ja, es tut sich etwas für Sinnbildliche, wo auch zum Leben gehört. Manchmal hat man die auch mal fast ein bisschen auch leid, wenn sie irgendetwas gut gemeint haben, und das ist völlig in die Hose gegangen. Aber ja, das hat man als Mensch ja gerne. Also ich habe natürlich schöne Jugenderinnerungen an den Film, den man einmal geschaut hat. Jetzt habe ich schon lange keine mehr gesehen. Also, aber so aktuell sind sie nicht mehr, muss ich sagen. Also sie sind noch da, die Kontoff gibt es nicht mehr. Also genau. Hat das funktioniert? Gerne, hast du das Kärtchen? Merci mal. Da hätten wir das Heidi. Heidi. Ja, das Heidi, das ist ja der neue Film, den ich leider noch nicht gesehen habe. Empfehlenswert, ja. Ja, eben, ja, habe ich gehört. Heidi mit dem Körper natürlich auch ein bisschen Natur, Alpen, so das Bescheidene. Das ist sicher auch so ein Wert, wo ich selber auch drin aufgewachsen bin. Und ich freue mich auf den Film. Also, es geht ja schon mal einen gegeben, der ist wahrscheinlich dann noch ein bisschen ein bisschen kitschiger oder romantischer und der ist glaube ich, auch noch ein bisschen kritischer. Also sehr schön, ich habe ihn gesehen. Ich kann ihn also empfehlen, ganz spürt, ganz einen schönen Alpenhügel. Sie haben es jetzt 2-3 Mal angesprochen und man merkt, es ist eine wichtige Natur, sie können aus Obwalden. Also sie sind wirklich ein Mensch, der in der Natur gross geworden ist. Was gibt Ihnen das? Es gibt mir einfach so die Ruhe und Gelassenheit.
Also gerade wenn man so zu Berg geht, kann man viel auf Skitouren. Und dann hat ja den Moment, so wie ich 45, 50 war, wo man voll im Zeug drin war, dann meint man oft mal, die Welt sich ein bisschen um einen drehen. Oder? Das ist ja bei jedem Menschen. Und wenn ich dann mal wieder so für eine Tourenwoche war, dann habe ich einmal gewusst, dass ich nicht einmal so ein kleines Schneeflöckchen bin. Also vor allem die Relationen, wenn man die mächtigen Berge sieht und man sich selber physisch beschäftigt, dass man irgendwann auf dem Gipfel oben ist, das tut einem einfach alles in eine gesunde Reihe hineinrücken. Und so bleibt man immer schön am Boden, bodenhaftig. Jetzt vom Geschäftlichen her, das haben Sie sich weitergeben in den Söhnen. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind auch Grosspapi von zwei Mädchen. Können Sie die Philosophie oder das, was Ihnen die Natur gibt, auch weiter transportieren? Also kann man zum Beispiel die Mädchen jetzt motivieren und sagen, jetzt gehen wir zusammen auf die Ski, weil der Grosspapi eben auch schon wieder parat ist? Oder wie läuft das bei Ihnen? Ja, also jetzt kann man so ein bisschen zum Vorsatz gemacht. Da habe ich nicht so schlecht eingehalten. Also mit der Grösseren, die ist jetzt 3. Mit der konnte ich schon etwas unternehmen, also es war knapp 2. Es war immer in der Woche etwas machen. Das kleinere Mädchen, die Teile kommt jetzt auch langsam. Also ich gehe viel mit ihnen voraus. Ich gehe mit ihnen, also mit der Grösse bin ich schon ein bisschen Tennis spielen oder das, was sie einfach hat, Ball. Sie hat wahnsinnig gerne Ball oder Lauf gerne. Nehme sie hinten aufs Velo. Also es ist schon wieder Natur. Das habe ich mit meinen Buben schon immer so gehabt. Ich bin nicht Lego-König, oder? Also wir haben es eigentlich noch mal nicht gerufen, Papi, komm, geh Lego ausbauen. Ja. Also, Mensch, Papi, gemerkt, dass es eher ein bisschen eben, wo vorausgeht und etwas ja. geht leben. Wie ist der Stellenwert so innerhalb der Familie? Also ist der Grosspapi wirklich so ein bisschen der Knuddelfaktor? Also spüren Sie, der kommt auch viel Retour? Ja, also für mich kommt extrem viel Retour. Es ist ganz schwierig zu beschreiben. Es ist eine unglaublich schöne Leidenschaft. Es ist auch noch mehr Genuss. Früher mit diesen beiden Buben, die jetzt grosse Söhne sind, ist man Alltag ums Jum und dann muss man sie auch noch mehr ziehen. Das muss ich jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich eher ein bisschen umgekehrt. Ich kann sie verwöhnen, ich kann sie dann wieder abgeben, dann können sie es daheim wieder ausbauen. Aber es ist wirklich der Genussfaktor. Es ist unglaublich. Es ist fast nicht zu beschreiben, was das für ein schönes Gefühl ist. Ja, und wunderschön finde ich, was Sie sich eben Zeit nehmen. Aber so funktioniert auch unsere Wirtschaft auch. Jetzt lässt sich ja eine Entlastung für die Eltern, wenn der Grosspapi nachher sich um die Kids kümmert. Ja. Also allem für sich auch da eine vorbildliche Fügung. Ja. Also nicht ein Müssen, sondern ein Dürfen. Ja, das ist auch im Geschäft ein bisschen so. Jetzt, wenn Sie vor einer Nachfolge gesagt haben, also nicht, dass ich jetzt die hüten muss, nicht spenden, aber ich bin ja immer noch rum. Ich tue einfach nicht, ich tue ihnen wirklich nicht reinreden. Aber wenn sie etwas haben und das Gefühl haben, eigentlich etwas dazu zu sagen oder werden wir vielleicht noch gefragt, dann machen das immer noch sehr gerne. Aber da muss sich dort ein bisschen zurücknehmen. Dann muss man es genießen, die Rolle, die man noch hat. Unter anderem sind Sie auch bei Luzern Tourismus Forum als Präsident aktiv. Wie wichtig ist Ihnen das, was die Natur eben, uns ein unglaubliches Glück beschert, dass wir hier auf die Welt gekommen sind und hier leben dürfen? Ja. Ja, das ist wirklich so, wie Sie sagen. Also wenn man da, ich war gerade gestern in der Melchse Frut oben und dann irgendwann oben runtergeschaut. Und es ist wirklich, ich habe meiner Frau, der Rosmarie, gesagt, wenn du da lebst, müsstest du von morgen bis am Abend nur glücklich sein. Schon allein der Umstand. Und auf Luzern Tourismus angesprochen, ist es vielleicht, habe ich das gerne angenommen, das Amt, weil ich auch noch gerne mal etwas zurückgeben. Ich bin da aufgewachsen, bin eine richtige Innerschweizer Mischung mit Mutter Urnerin, Vater Schweizer aufgewachsen, so bald und jetzt seit über 30, 35 Jahren zu Luzern. Es ist mir so unglaublich wohl da und da möchte ich etwas dazu beitragen. Und Tourismus, wissen wir ja, ist einer der grossen Wachstumstreiber da für unsere Wirtschaft. Ich hoffe, es ist schwer, dass Sie sich dem von noch lange eingeben können, weil genau so Leute braucht es, um wirklich unser Schmuckstück, Swiss Miniature, also immer dafür viel assoziiert wird mit Luzern, mit dem Seeberg und Altstadt, dass es weitergeht. Am Schluss würde ich gerne noch Ihnen entweder oder Fragen stellen, was Ihnen so durch den Kopf geht, wenn ich Sie frage, zum Beispiel Pilatus oder Matterhorn? Bleiben wir gerade beim Tourismus. Und warum? Pilatus ist ein bisschen gemütlicher und ist mir noch ein bisschen näher als das Matterhorn. Am Schluss Spaghetti Bolognese oder Alpenmakarone?
Alpenmagrone. Das habe ich fast gedacht. Ja. Ist das auch, weil es halt wirklich das klassische ja, Wirtschaftsessen, wenn man ja. so auf der Skipiste ist? Ja. Ja, danke vielmals, ja. Jürg Lindert, dass Sie Zeit haben. Ich gebe Ihnen gerne ein Schutzengel mit, weil das kann man brauchen. Und ist mir sicher froh. Und auch noch das Gästebuch, wo ich froh wäre, wenn Sie da etwas reinschreiben. Alles Gute, heute Top, bleiben Sie so, wie Sie sind. Danke und dementsprechend weiterhin alles Gute. Jürg Lindert, Inhaber, Verwaltungsratspräsident und Gründer von der Jürg Lindert AG. Mein Name ist Andi Wolf. Und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr auf der Facebook-Seite von Talk mit dabei sind. Oder auf YouTube unsere Talks mitverfolgen. Gute Zeit, bis dann.